Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. Und Entschuldigung für den kleinen Cliffhanger. In der letzten Folge, ich habe einfach nur gesehen, dass das Video schon irgendwie ein bisschen sehr lang geworden ist. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze dort zu cutten. Heute geht's weiter an dieser Stelle. Wir starten direkt mit dem Spiel. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Alles klar, Freunde, wir spielen mit Danny Williams und wir steigen direkt ein ins Game. Wir spielen gegen Amerika oder wie auch immer diese Leute heißen Wolf mögen. Fuß und Frank Buschmann melden sich für Sie heute aus Mexiko. Osaka und damit willkommen, liebe Zuschauer. Vorbereitungsturnier So, wir in spielen Japan, in letztes Tokio, Spiel der in Vorrunde. Japan. Und ich glaube, Das letzte Spiel der das könnte Vorrunde eine richtig so. Und das ist interessante unser Partie Spieler werden. Danny Williams. Naja, man will Sieht ein natürlich bisschen gewinnen, anders aber ich aus, als wir ihn in denke, Erinnerung es wird haben. Ne? sicher Ich auch habe den darum mal gehen, zum Friseur gerne nochmal geschickt. das ein oder andere Am auszuprobieren. Ich Ende sag's schon der in personeller letzten Hinsicht. Es winkt Folge. natürlich Wer ein diese Programm, Folge das sehen möchte, kann Spieltitel das ist ja gerne auch nicht tun. zu verachten. Alles in der Playlist. So, jetzt sieht der Und damit ganze läuft sie, die Mensch schon Bombenphase. mal Die erste etwas Partie ist angepfiffen, wichtig, direkt gut in den schlechtes Wettbewerb zu Timing. starten. Etwas Und das ist unsere Chance, kurzen Blick auf die Aufstellung zu werfen. Zwei Stürmer Oh fuck, vorne, ich dahinter habe zwei eingespielt, Viererketten, eingestellt, klassisches dass ich mit 4-4-2, dem, würde ich sagen. Ganz dass ich genau, nur mal schauen, mit ihm wie sie spiele. damit Das ist heute ja jetzt echt zurechtkommen. scheiße. Und die Einblendung Warte zeigt mal. noch. So, da habe ich Vorrunde das Ganze doch und ich nochmal glaube, einstellen können, das könnte dass eine wir richtig hier mit interessante dem Partie ganzen Team werden. spielen und nicht Naja, nur mit man will Hunter. natürlich Was gewinnen, war aber ich da denn mit mir denke, los? es wird Da habe ich sicher aber auch ein bisschen darum gepennt. gehen, Gut, gerne nochmal muss das ich ein jetzt oder ein andere bisschen auszuprobieren in ausbaden. taktischer und in personeller Hinsicht. Es Der winkt natürlich Zeitgeschuldet ein Pokal, geschuldet es winkt ist es klasse jetzt Pass. Gute Idee aber auch dieser nur Pass. eine Einstellungssache Knappe gewesen. Nummer hier, aber es Und war ich bin abseits. immer noch auf. Oh, abseits? Ich bin immer noch auf Amateur unterwegs. Sonst war es wirklich immer so, Danny Williams. dass man dort die Möglichkeit hatte, auszuwählen nach einem Spiel. So, Alexis, yo, wir haben jetzt könnt gemerkt, ihr die Flanke reinschlagen. du bist ein Sie bisschen müssen zu aufpassen gut jetzt im für diese Spielaufbau. Einstellung. Ah. Vielleicht die Führung jetzt. Oh, das war Super knapp. gehalten. Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Da war sie, Tor Nummer Antizipiert. 1, ganz nah, aber der So, Keeper dem haben wir sieht. mal gerade den Ball weggenommen. Und jetzt Boamata. könnte die Zeit für Danny Jetzt Williams gibt es hier vielleicht tatsächlich. die Chance. Da kommt er raus und hält den Ball. Geschlagen Mit haben. Alexis Sanchez dürften Sie es heute auch über die Außen versuchen, oder? Gute Aktion, Mata. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu Da werden. war das Erste. Da war das Erste. Er sieht irgendwie böse aus, ne? Mit den kurzen Manchester Haaren. United jetzt also in Führung. Ich So. denke, war abzusehen. Das erste Tor, Danny Williams. Das zweite Tor, Danny Williams folgt sogleich. Wir müssen wirklich eine außerordentlich gute Bewertung hier an den Tag legen. Der Um Ball diese ist weg und jetzt Geheimaufgabe könnte letzten der Endes Gegner zu angreifen. knacken. Ganz knappe Nummer. Ich weiß nicht, ob das nicht doch gleiche Höhe war. Na, wollen wir gucken? Ja, ein Schritt. Ach, komm. Aus der Perspektive eventuell. Das war doch höchstens ein halber Schuh, Alter. Das war doch höchstens wirklich ein halber Schuh. Das ist dann halt der Nachteil, wenn man United ist eine dieser KI-mäßig unterwegs Mannschaften, ist hier, vor ne? denen Also vermutlich so im gegen den Moment ganz Computer. Europa zittert. Ja, Wolf, und das nicht nur, wenn ein Spiel gegen Die andere Manchester Sache ist dann United natürlich das ansteht, menschliche sondern Versagen, wenn man auch, dann wenn das Transferfenster aufgeht, in einem richtigen die holen sie Spiel eigentlich, wen sie steckt wollen, und wo es und dann darum geht, gefunden wurden ja Videobeweise nie. einzuführen. Oh Gott. Williams am Ball. Da wäre Wie Platz geht für das den denn Konter. hier? Lass uns kurz über Danny Williams sprechen. Es gab in der Vergangenheit immer mal wieder vielversprechend. Das könnte die Gelegenheit geben. Paul Pogba. Viel zu Das Tor einfach. sorgt hier Ich muss erstmal das für irgendwie klare gleich mal Verhältnisse. umstellen. Und mit In den dieser Führung Einstellungen im habe ich es Rücken, jetzt da könnte irgendwie jetzt eben ihr gar Spiel nicht aufziehen. mehr gefunden, beziehungsweise habe ich nicht mehr dran Und gedacht. das So ein dürfte Mist. sie dann Aber ganz irgendwie ist es mir zu cool leicht. und Ich muss es gleich hart werden. definitiv umstellen nach Das dieser haben sie Partie. gut und sicher Ich versuche zu es in Ende der Halbzeit gespielt. zu machen, aber. Überzahl, klasse ausgenutzt. Schaut doch gut aus. Es steht 2 zu Ja, 0. ist Bisher spielen definitiv zu sie leicht. hier ohne große Was hatte Probleme. ich denn als letztes Profi? Ich will mal gucken, was als Rodriguez. nächstes kommt. Also nach Amateur. Komm schon. Klasse Technik.
Oh, das war aber sehr, sehr knapp. Das ist ein tolles Turnier hier in Japan. Perfekt das organisiert. Das ist ein tolles Stimmung Turnier hier in Japan. Man merkt, die Fans nehmen dieses Schwafel, Schwafel, Schwafel. Kommt schon noch. Motiviert. Ich glaube, von solchen Komm. Wettbewerben können noch so ein riesiger. Uiuiui. Das war knapp. Wieder bei Williams gelandet. Komm, wir passen mal einfach eine Runde. Versuchen so unsere Bewertung hochzukriegen. Und. Oh. Wie sieht er aus? Okay, wir wollen mal gucken. Wo kommen wir denn hier rein? Ich würde sagen, hier oben ballern wir sie hin. Ja. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Den Ball das war ein bisschen zu waghalsig. Oh, gefährlich. Ui. Stolpern die hier übereinander, hä? Schönes Pressing jetzt. Pressing. Wie ein Backfisch. So. Nee. Und das ist der Ballverlust. Das ist der Ballverlust. Oh nein, jetzt nein, nein. Nein. Ah ja. Abseits schon Abseits. Wieder? Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Was war denn die letzte Partie? Die letzte Partie war doch auch irgendwie 7-0 oder so. Ins Endspiel dieses Turniers ein. Es ist zwar nur ein Vorbereitungsturnier, aber die Nur ein Vorbereitungsturnier, ja, wir müssen das irgendwie mal umstellen. Und das Finale gibt's dann auch wieder. Wie viel haben wir denn? Bei uns. Egal, so, wir spielen weiter. Alles klar. Wir haben das Spiel eigentlich. Ah, guck mal hier. Da haben wir es doch. Der Schwierigkeitsgrad Amateur scheint dir keine Probleme zu bereiten. Vielleicht solltest du einmal mit Halbprofi probieren. Ja, möchte ich. Okay. Ah, lecker, lecker, lecker. Zip, zip, border, border. Und los geht's, würde ich sagen, oder? Alexander. Vorbereitungssaison. Die Tour. Auf geht's. Oh, den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal irgendwie ein bisschen umstylen, den Kollegen. Genauso wie ich meine Facecam irgendwie umstylen muss. Passt mir nicht. Ich habe übrigens. Wolfuß und Frank Buschmann sagen hallo. Hab, in der letzten Folge uns heute aus meine Facecam Suita ein bisschen nach City unten gepackt. Und ich sehe gerade, der Rand in Osaka auch ein bisschen um. Ist es bislang ein hochklassiges weißt, Vorbereitungsturnier. Ja, so. Und das wird in heutigen Spiel da, sicher auch nicht anders sein, Buschi. Ja, ich glaube, Atletico hat sich auch heute wieder einiges vorgenommen. Egal, scheiß drauf. Obwohl man natürlich der Hintergrund des Ganzen war, dass man da oben den Rand besser sieht, beziehungsweise das Spielergebnis, den Spielstand besser sieht. Und es hat nichts gebracht, wie ich sehe. Perfekt. Da haben wir die Start- Was war das denn, eine Hilfslinie? Zwei Stürmer vorne, Warum das? Zwei Viererketten, klassisches 4-4-2 würde ich sagen. Oh. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Da habe ich gedacht, dass er... Und hier sehen wir die Startaufstellung von Juventus Turin für heute. Den Ball nicht mehr kriegt. Also die Richtung das ist ja schon ein bisschen was anderes hier gerade. Klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Okay. Er spielt den Pass auf den Flügel. Komm, da gehen wir mal runter. Das könnte die Führung geben. Der Ball ist noch heiß. Abgepfiffen, das war abseits. Oh, fuck. Wow, da muss ich mich aber gerade anstrengen. Alter Schwede, was ist denn jetzt los? Ist das die Umstellung auf Halbprofi gewesen? Saul. Hat man mit der Umstellung auf Halbprofi diese Linien gratis zurückgekriegt? Ah, viel zu doll. Der Ball geht knapp drüber. Guter Versuch, 6.0. Schade. Aber wir bleiben am Ball. Im wahrsten Sinne des... Ah! Der hat mich umgeboxt, hast du das gesehen? Na warte. Quadrado jetzt am Ball. Na warte. Oh, Quadrado hat den Ball. Ronaldo am Ball. Geschosse. Ah, wir haben abgeblockt. Kommen aber nicht mehr dran. Leider eine Ecke. Und jetzt gibt's eine Ecke. In der abgelaufenen Saison sah es für Atletico lange überhaupt nicht gut aus. Unterschenkel. Da lief es nicht. In der Liga und in der UEFA Champions League flog man früh raus. Was zur Hölle? Aber dann kam Alexander. Ende des Jahres kommen die Mücken raus, ne? Junge Bursche, der Hoffnungsträger. Burschi. Und mit ihm kam die Wende. Komm schon, es gab die Meisterschaft schon. Am Ende. Komm. Und es gab den Pokal. Schieß doch. Da kommt die Ecke. So, die Ecke. Erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Da kommt Müller. Oben ist Hunter. Und Müller. Ach. Ballverlust. Fuck. Hätte aber was werden können. Hätte. Fahrradkette. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ich suche das Loch. Dybala! Ja. Oh shit. Er versucht, auf jeden Fall was anderes. Auf jeden Fall vorbei. Schwerer. Eine gute Chance war das als eben. Vorher. Sehen so wir wollten wir es ja auch. Oder so wollte ich es jedenfalls auch. Zwei ebenbürtige Mannschaften bekommen wir hier heute zu sehen.
Eine klasse Partie könnte das werden. Und eine könnte was werden. Aufgabe für Juve. Da steht spielen wir denn hier? Ja, wir spielen die vollen 120, hätte ich fast gesagt, 90 Minuten. Die Kugel ist so, weg, den haben wir geblockt. Vorbei. Und dann wollen wir das Ganze mal hier locker aufbauen. Oh. Oh, da hat er mir den Ball abgenommen. Ronaldo. Oh, ja, 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 ja. Ei, 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 ei. Was ist das hier für ein Gebolze? Die suchen ihren Ronaldo und die finden ihn auch, ne? So, und ich finde meinen Müller und da ist der Hunter. Natürlich ein tolles Vorbereitungsspiel. Oh, aua. Ja, das ist ein Trend. Was? Und das ist Freistoß für Atletico Madrid. Das war eigentlich Vorteil, du Spitzbube. Kurz gespielt. Ja. Super dazwischen gegangen. Richtiger Dünnpfiff. Aber egal. Wir beruhigen uns. Müller. Gut gesehen, das war abseits. Wo? Ach, echt. Das ist doch ein... Matuidi. Ein Matuidi? Schwachsinn, hätte ich fast gesagt. Nun Ronaldo. Schön dazwischen gegangen. Ball so. Wieder bei Hunter. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Ich sage unten. Gelson. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Oh. Ball draußen, gibt Abstoß. Viel zu steil. Entschuldigung. An mich selber. Nichts passiert. Danke. Gern geschehen, bitte. Auf geht's. Hm? Danke. Alles klar. Okay, das war echt beschissen. Cuadrado am Ball. Hallo. Und nun Khedira. Oh, Khedira. Und jetzt vielleicht Juve. Khedira bei Juve. Matuidi. Das ist nicht schlecht. Dybala und Cuadrado. Wie gesagt, ich habe absolut keine Ahnung. Tolles Zuspiel hier vor der Direktabnahme. Vom aktuellen Fußballgeschehen, ja, vom Fußballgeschehen überhaupt. Ja, ärgerlich, dass der Schuss nicht reinging. Ja, nee, ist eben nicht ärgerlich gewesen. Hörst du mal auf. Rodrigo. Er macht hier voll das Fass auf. Hallo. Alex Hunter. Da habe ich erst eine grüne Bewertung gekriegt und danach habe ich den Ball verloren in der letzten Sekunde. Und dann rote Bewertung. Oh shit. Da kommt der Schuss. Habe ich ihn geblockt? Da trifft er den Ball nicht richtig und der geht dann folgerichtig weit drüber. Uiuiui. Ins Gesicht. Und wieder Hunter. Hunter. Müller. Jetzt Thomas Müller. Alex Hunter. Ja! Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Oh. Die Fans legen sich in den Armen, die Spieler legen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Krass. Okay, das war heftig. Also doch erstes Tor im Spiel. Kurz vor der Pause. Atletico mit dem Tor. Nicht schlecht. Wichtiger Zeitpunkt für einen Treffer. Das ah, das war, aber auch, glücklich ein bisschen, möchte ich mal behaupten. Da habe ich... Atletico führt hier, sieht gut aus. Glück. Ronaldo am Ball. Dybala. So, und ich bin wieder konzentriert, wie ihr merkt. Ich bin wieder ein bisschen konzentrierter. Wir haben das Führungstor, das heißt, die Halbzeit ist rum. Knappe Pausenführung. Sehr geil. Der Referee hat hier also die zweite Hälfte angepfiffen. 45 Minuten des zweiten Gruppenspiels erwarten. Okay. Dybala. Dybalan. Oh, 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 oh. Das muss der Ausgleich sein. Trifft er, ja. Drin, Tor. Da schenken sie die Führung gleich wieder her. Das ist bitter. Das ist tatsächlich bitter. Das möchte ich auch nicht nochmal sehen. Das heißt, wir müssen jetzt definitiv ein bisschen aufholen. Verdammte Scheiße, das war schwer genug, eben das Tor reinzukriegen. Alter, Vater, und jetzt... Mit, oh. Es steht 1-1. Dybala. Und nun Ronaldo. Scheiße. Das war nicht so gut jetzt. Der Pass von Matuidi. Da kommt die Hereingabe. Gut aufgepasst. Der hat die Flanke. Ah, das war easy. Jetzt Matuidi dazwischen. Komm, wir laufen mal eine Runde. Nee, noch nicht. Noch nicht. Nur Koke. Super Pass, Koke. Den spielt er steil. Oh, und Ecke. Da habe ich aus Versehen den A-Knopf berührt. Und der ist mir leider vom Fuß gesprungen. Bei Juventus wird es jetzt einen Wechsel geben, Buschi. Mal gucken, genau, ob ich die Ecke reinkriege. Sani Khedira verlässt den Platz und Miralem Pjanic wird ihn ersetzen. Nein, leider nicht. Da habe ich aber auch scheißige... Es gibt einen weiteren Eckstoß. Ich habe nichts gesagt. Ecke kommt von Koke. Koke. Oh, das sah gefährlicher aus, aber komm schon, lauf mal. Weg. Einer zum Ball hier.
mal hier ein ganz Saul. Sachtes Spiel, Aufbauspiel hier starten. Gelson. Saul. Und go. Oh, wieder Ecke. Guter Versuch, 7,7. Eine Bewertung von über 8 hätte ich dann doch ganz gerne immer. Und? Godin. War der Torhüter da dran? Ja, der war da dran. Ich bin gar nicht mal so schlecht mit meiner Einstellung, habe ich hier gemerkt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Und abseits. Der Führungstreffer in dieser Nice, Partie. Alter. Oh, ich dachte gerade. Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Juhu. Das ist schön. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Von Juve muss mehr kommen. Sie liegen hier zurück. Das ist geil. Pjanic. Chiellini. Wow, ey. Und scheiße, ich dachte schon wieder abseits, Mann. Und scheiße. Ganz sicher. Auch 10.000 Mal. Abseits gespielt schon. In der Zeit, in der ich jetzt hier... Hä? Warum? Ganz Zeit, souverän hier vom Torhüter. Spiele. Das ist jetzt irgendwie die dritte oder vierte Folge oder so. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Oh, jetzt drehen sie aber jetzt auf. Jetzt Cristiano Ronaldo. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Alexander. Mal gucken. Ich bin ein bisschen beruhigter als eben. Nee. Ja, schwacher Ball hier. Guter Pass von Hunter wenigstens. Oh, oh. Juventus über außen, da wäre Platz. Das hat Potenzial gehabt hier. Quadrado. Quadrado hat ihn nicht reingemacht. Den hat er sicher. Ei. Ball abgefangen von Matuidi. Die versuchen es aber echt, die schaffen es auch. Oh. Oh. Den habe ich drin gesehen. Ecke für Juventus. 8,8 von Hunter. Die Baller führt diesen Eckball aus. Okay. Ich halte ihn ab, ich halte ihn ab. Ich schieße den Ball weg, alles klar. Hat nicht funktioniert. Das war einfach. Und er hat den Ball. Ja, das war auch einfach wie... Ne? Pjanic! Nee, nee. Oh, 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 lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf. Bäh. Hunter. Regulär ist und noch eine Müller. Viertelstunde zu spielen. Und lauf. Müller jetzt. Lauf. Anhalten. Hinten, nach hinten. Ah. Oh. Geklärt von. Wie die Zuschauer auch, ey. Jetzt kommt der Wechsel. Sie sind vorne und wollen mit dem frischen Spieler die Führung verteidigen. Oh, okay, Leo. Wer ist der frische Spieler? Thomas. Thomas? Da verlieren Sie den Ball. Joao Cancelo. Joao. Pjanic. Nein, Mann. Na! Ah. Und nun Ronaldo. Ah! Nun Pjanic. Dybala. Douglas Costa. Oh je, oh je. Dybala. Ah! Ich möchte auch so ein schönes Aufbauspiel hier hinkriegen wie die. Das ist eine Ecke für die Gegner. Jetzt gibt's hier eine Ecke. Bei Juventus wird es jetzt einen Wechsel geben, Buschi. Genau, Paulo Dybala verlässt den Platz und Mario Mandzukic. Ich komme mal hier ein bisschen rein mit dem langen. Mal gucken, ob er oh, weggefaustet. Der Ball ist hart. Geht auf Nummer sicher. Faustet diese Ecke erstmal weg. Und raus damit. Oh! Nun Douglas Costa. Juve Douglas ist ein Vorname. Lauf, 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 lauf. Hunter. Alter, es spielt sich hier alles vorm Tor ab. Nein. Da habe ich Perspektive falsch gepeilt. Tja, ich dachte, der eine Spieler, der da gerade nach links geprescht ist, hätte den Ball jetzt gekriegt. Egal, wir haben Abstoß. Das auch verstehen. Das hier ist kein normales Spiel, wir müssen das jetzt nur Situation. Über die Runden kriegen hier mit dem einen Führungstreffer. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Und das sind 3 Minuten. Die Info kommt praktisch jetzt zur richtigen Zeit. Die letzte reguläre Spielminute läuft. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Lema. Ah! Fairer Einsatz hier. Schluss. Aus. Abpfiff. Nice. Gruppenspiel. Atletico Madrid hat es geschafft. Man steht im Finale. Ja, wir stehen schon mal im Finale. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Viele hatten ja Maximum. Maximum. Das müssen wir dann auch noch gewinnen. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann mehr dazu sehen. Ich gucke mal, was wir hier noch zu sehen kriegen. Wahrscheinlich werden wir ein Interview führen, so wie ich FIFA kenne. Müssen wir jetzt wahrscheinlich ein Interview führen. Wir haben hier beide Tore geschossen in der Partie. Und ja, wir haben alle platt gemacht, ne? Ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, Sikorski.